life. Pokémon, komm, schnapp sie dir. None of us is so cool. Pokémon, du mein bester Freund. Ja, mein Name ist OX Charlie und zwar nicht mit IE, sondern mit Y. Dankeschön. Und zwar bin ich heute mega happy, denn wir haben die ersten 3000 Abonnenten auf diesem Kanal. Ich kann gar nicht fassen, dass es über 3000 Leute gibt, die wissen wollen, wann ich mal was hochlade. Wow, wie toll. Ich freue mich sogar jetzt schon auf meine 4000 Abonnenten, die ich Ende 2017 erreiche. Ich habe aber trotzdem gerade extrem viele Glücksgefühle dafür, dass mich gar keiner kennt. Na, jetzt mal ohne Scheiß, über 3000 Abonnenten ist echt extrem cool und es freut mich extrem, dass es da draußen über 3000 Charlies mittlerweile gibt. Und wir vergessen den Namen am besten, denn das klingt extrem homosexuell. Denn ich war letztens in einem Einkaufszentrum bei uns in der Stadt und hab da so auf meine Mutter gewartet und dann kam einfach irgendjemand so auf mich zu und hat dann gefragt so, ey Dicker, du bist doch OX Charlie, oder? Das fand meine Mutter so interessant und faszinierend, dass sie jetzt immer denkt, wenn irgendjemand mich anspricht, dass das ein Abonnent von mir ist, ja? Und sie kann irgendwie nichts mit dem Begriff Abonnent anfangen, deswegen nennt sie euch Charlies. Letztens war ich mit meiner Mutter zusammen einkaufen und sie dann so, ey Max, der Junge da drüben, der an der anderen Kasse, der lächelt die ganze Zeit hier rüber und der guckt dich die ganze Zeit an und der lächelt dich die ganze Zeit an quasi. Und sie dann so, ey, kennst du den vielleicht oder so? Und dann habe ich halt kurz hingeguckt und ich dann so, nee, den kenne ich nicht, ja? Und sie dann so, doch, aber der lacht die ganze Zeit rüber. Oder ist das etwa einer von deinen Charlies? Und ich dachte mir nur so, Mama, vielleicht lacht er auch einfach nur, weil ich hässlich bin und er freut sich, dass er nicht so aussieht. Mein Spaß, Leute, so hässlich kann ich ja gar nicht sein, denn 500 Abonnenten auf Instagram sagen das Gegenteil. Uhu! Jeder, der meine Bilder auf Instagram schon geliked hat, der wird natürlich später noch von Gott beglückt dafür und kommt auf jeden Fall ins Paradies. Also, das habe ich zumindest gehört. Übrigens ist der Link dazu immer in der Videobeschreibung. Junge, ich leck echt wie scheiße, Alter. Mein Bruder guckt bestimmt irgendwelche Livestreams von Ungespielt oder was weiß ich. Das in dem Einkaufszentrum war übrigens nicht das erste Mal, dass ich jemals erkannt wurde, denn auf der Gamescom war das schon mal so. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt hatte, aber da war ich so mit Floyd bei McDonald's, halt Abendbrot essen. Ganz normal eigentlich. Also übrigens, Floyd ist auch ein Kommentator für OX Gaming hier. Das Herz natürlich an dich. Lukum und Stylus sind an dem Tag etwas früher von der Gamescom abgehauen, um halt zu pennen und so. Und Floyd und ich waren dann quasi noch irgendwie so ein bisschen Abendbrot essen bei McDonald's. So ganz normal halt. Und dann waren wir bei McDonald's da an dem Hauptbahnhof und dann sind wir halt zu den Treppen da beim Kölner Dom hingegangen. Und dann hatten wir aufgegessen und wollten dann gerade quasi wieder verschwinden und auf einmal kam dann so ein Typ auf mich zu und er dann so, ey, sie kennt dich. Und dann hat er mich dann da so hingelotst zu seiner Gruppe von Leuten so ungefähr und er dann so, ja, die kennt dich. Und dann das Mädchen so zu mir, ja, du machst doch YouTube, oder? Und ich dann so, ja. Und sie dann so, ja, ich kenn dich. Ich dann so, ah, ja, cool, also schaust du mich so. Und sie dann so ganz normal, ja. Ich dann so, ja, cool. Und sie dann wieder so, ja, cool. Und dann sind irgendwie so 10 Sekunden oder so verstrichen, wo keiner was gesagt hat. Und ich dann einfach so, also jetzt mal ohne Scheiß, ja, ich wollte einfach zu Luke quasi unterpennen, ja. Und hab jetzt gerade aufgegessen und will einfach nur meinen Zug kriegen und mit Floyd nach Hause fahren, da um bei Luke zu pennen, Alter. Also nach diesen 10 Sekunden gar nichts quasi, habe ich dann einfach so gesagt, ja und jetzt? Es war wirklich so heftig awkward, Alter, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich hatte wirklich gar keinen Plan, was ich jetzt machen soll, ja. Ich wollte einfach nur zum Luke nach Hause und pennen, Alter. Das war bei weitem nicht der komischste Moment auf der Gamescom. Ich hoffe einfach, dass ich dieses Jahr überlebe. Es recht, wenn Marcy auch noch kommt. Also falls irgendeiner von euch mich jemals hier sieht, dann bitte macht ein ganz normales Gespräch mit mir, Alter. Verdammte Scheiße. Der Abonnent, den ich da im Einkaufszentrum getroffen habe, war ja auch extrem gechillt und das war nicht so awkward wie verdammte Scheiße da vor dem Kölner Dom. Und schlag mich bitte nicht, das wäre auch noch anzumerken. Übrigens, das letzte Video hat über 1000 Aufrufe, über 200 Likes. Da hat sich der Clickbait-Titel also wirklich gelohnt. Deswegen bin ich schon etwas stolz auf mich. Direkt danach habe ich auch mal in meinen YouTube-Analytics geguckt, wie viel ich da jetzt dadurch verdient habe. Und es ist einfach das Doppelte rausgekommen, was ich bis jetzt jemals mit YouTube verdient habe, verdammt. Danke an meinen Bruder, der gerade Livestreams guckt. Dankeschön. Hauptsache, der Unge-Stream läuft. Ja, sehr gut gemacht. Jetzt mal im Ernst, Leute. Ich finde es wirklich unglaublich, wie aktiv ihr in letzter Zeit seid. Über 200 Likes in 3 Videos hintereinander ist echt, das hätte ich mir wirklich nie erträumt, jetzt ohne Scheiß. Ihr gebt jedes Mal, wenn euch das Video gefallen hat, einen Like da oder manche kommentieren ja auch sogar und die Kommentare sind für mich wirklich das Wichtigste. Und das ist, um ehrlich zu sein, auch das Einzige, was ich jemals mit YouTube erreichen wollte, ja? Auch wenn dieses Video jetzt nicht vielleicht die 1000 Klicks oder sowas macht, weil das kein Clickbait-Titel ist oder irgendwie sowas, ja? Ist mir das eigentlich auch egal, ja? Warum diese ganzen Gefühle, die jetzt hier schon im Video vorhanden sind, etwas auszugleichen, spiele ich jetzt einfach irgendeine niveaulose Sprachnachricht von Marcy XD ab, die er mir jeden Tag schickt. Die Zeit ist gekommen, dass Marcy XD wieder seinen alten Standarden gerecht wird. Ja. Er wird sie alle rasieren. Okay. Einer nach den anderen. Aber ja, dennoch, parallel noch auf YouTube mit kreativen Videoideen durchstarten. Oh. Let's fuck this game. What the fuck, Alter? Irgendwie kann man bitte so krank sein. Ja, Leute, das ist das zweite Gesicht des Marcy XD. Warte, können wir das irgendwie nochmal abspielen? Ich editiere da irgendwas rein, ja? So, das war's auch wieder von dieser Bereicherung an YouTube. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, denke ich mal, wie immer, was zu tun ist. Wenn ihr mir einen Kommentar da lassen wollt, aber keine Ahnung habt, was ihr kommentieren sollt, dann kommentiert einfach mit Hashtag TarzanXD. Aber nee, das war's jetzt wirklich von mir. Wir sehen uns wieder, wenn ich im Jahr 2018 meine 4000 Abonnenten erreicht habe. Wer dieses Video nicht liked, brennt in der Hölle. Also haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. No, they want me.
Ja, und jetzt?